Dann begrüße ich recht herzlich. Es ist Donnerstag, der zweite Donnerstag im Monat. Wie immer die Zeit für einen kleinen Live-Abend mit Comken. Wir freuen uns schon wieder über die ganzen Zuschauer, die da sind. Wir begrüßen Sie alle herzlich und wir haben eben auch schon im Vorgespräch mitbekommen, dass jetzt doch eine ganze Menge los ist im Internet und ich begrüße dann alle Internet-Hopper, alle Internet-Touristen, alle Genealogen, die unterwegs sind. Heute haben wir uns als Thema ausgesucht, unsere DigiBib mal vorzustellen. Die DigiBib ist ja seit 2005 bei uns auf der Webseite zu finden. Am Anfang noch alles zum Runterladen von PDF-Dateien und so. Später hatte man sich überlegt, wir gestalten das ein bisschen besser. Da werden wir gleich was zu hören. Und jetzt im letzten Jahr haben wir dann auch uns Gedanken gemacht, dass wir doch die Plattform ein bisschen wechseln und uns modernisieren, so wie das viele Archive und Bibliotheken auch schon gemacht haben. Wir haben uns umgeguckt nach Software, haben etliche Software untersucht, ausprobiert und sind schließlich bei einer Software gelandet, wo wir gleich was zu hören. Der Hauptreferent heute Abend ist unser lieber Gerhard Stoll, der sicher bekannt ist, auch sehr aktiv in der Comgen-Liste, dort immer Auskünfte gibt und der in dieses Team reingehört und sich eingearbeitet hat, auch in die Zusammenhänge der neuen Software. Und da werden wir jetzt gleich dann einiges zuhören. Wir sehen das Startbild vom Gerhard. Und Gerhard, du kannst übernehmen. Ja, dann wünsche ich auch mal noch einen guten Abend. Wie wir hier sehen, geht es ja darum, dass die DigiBib im neuen Gewand gemacht wird, wobei sich dieses neue Gewand vor allen Dingen auf die Darstellung innerhalb der einzelnen Bücher bezieht und weniger darauf, wie es im GenWiki drin ist. Deswegen auch kurz nochmal für mich, also wie ich so vorgehen wollte, einmal die Vorstellung der DigiBib, wie sie ist. Dann würde ich dann wechseln auf die Gobi, das ist diese neue Darstellung. Und im Endeffekt dann auch mal ein ganz kurzer Blick hinter die Kulissen im Sinne davon, was muss an für sich gemacht werden, damit ich so ein Buch überhaupt dann mal öffentlich irgendwo zeigen kann. Zur DigiBib, wie eben schon kurz erwähnt wurde, sie ist etwa 2005 entstanden. Die ersten Bücher, die dann auch so ins GenWiki reingekommen sind, das war 2007. Der Umfang, was wir hier so drin haben, sind etwa 1800 Bücher, wobei diese 1200 Adressbücher halt sind. Wobei man da jetzt aufpassen muss, also es kann durchaus um einiges mehr sein, weil gerade bei den, ich nenne es mal bei den normalen Büchern, es nicht für jedes Buch eine eigene Seite gibt. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch mal 30 bis 40 Amtsregistern, Amtsblätter, die einfach so verlinkt sind. Deswegen lässt sich diese Zahl auch schwierig zu ermitteln. Also es können durchaus auch an die 2000 oder noch mehr Bücher sein. Gut, dann hatte ich mal hier noch geschrieben, wo wir eigentlich die Bücher herbekommen. Das ist einmal, dass uns Privatpersonen einfach irgendwie die digitale Seite zur Verfügung stellen. Dann bekommen wir durchaus auch Bücher zur Verfügung gestellt, die wir dann scannen. Also das macht der Horst Reinhardt im Moment. Und wir haben da auch einen Buchscanner. Also das ist nicht nächstes Mal ein Wald- und Wiesenscanner. Also das hat schon eine sehr hohe Auflösung und Qualität. Des Weiteren kamen einfach auch Bücher, die sowohl wir bekommen haben zu scannen, als auch zum Teil gescannt wurden aus Kooperationen. So wie ich hier geschrieben habe, vom Stadtarchiv Marburg oder vom Bayerischen Landesverein für Familiengeschichte. Wir hatten auch eine Kooperation im Staatsarchiv Leipzig gehabt und es gab auch mal eine Kooperation mit Family Search, die praktisch für uns auch Bücher gestellt haben, die dann quasi jetzt sowohl bei dort online sind, als auch bei uns online verfügbar sind. So, das quasi kurz zur Einleitung. Jetzt wollte ich im Endeffekt übergehen in den Browser, dass man praktisch mal kurz sieht, wie man so die DigiBib eigentlich aufgebaut ist, beziehungsweise wie man als erstes mal auch reinkommt. Hier gibt es im Endeffekt, so wie beim GenWiki an für sich schon fast üblich, mehrere Wege. Es gibt ja einmal diese Leiste hier oben im oberen Bereich, wo wir hier auf die DigiBib Startseite bekommen.
Hier neben ist es auch sehr stark platziert. So, das wäre im Prinzip das Portal für die DigiBib, die hier aufgestellt wurde. Hier ist schon der erste Hinweis, dass wir praktisch umgestellt haben, dass wir die Darstellung etwas geändert haben. Zeigen möchte ich eigentlich hauptsächlich hier unten den Bereich, wo wir einfach die ganzen Bücher, die in der DigiBib vorhanden sind, einfach nach verschiedenen Kategorien einfach eingeteilt haben. Also ich kann jetzt einfach mal zum Beispiel auf Kirchenbücher, wir haben also tatsächlich auch Kirchenbücher drin, draufgehen und zeigen, dass hier zum Beispiel zwei Kirchenbücher vorhanden sind. Ähnlich ist es halt mit den Staatskalendern, wo hier die ganzen Staatskalender, die bei uns in der DigiBib vorhanden sind, aufgelistet werden. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, dass das halt sind tatsächlich nur die, die bei uns in der DigiBib sind. Es gibt natürlich viele, viele mehr, die wir auch zum Teil einfach verlinkt haben. Die tauchen hier natürlich erstmal nicht auf. Die sind dann in anderen Kategorien mit eingearbeitet. Genau, jetzt wollte ich eigentlich schon auf ein konkretes Beispiel mal gehen, weil ich das dann auch später für die andere Darstellung nutzen möchte. Und zwar geht es jetzt hier um Stammtafeln. Dort würde ich jetzt gerade mal auf die Literatur zur Familienmorgenstern gehen. Und hier gibt es eine Sippenzeitschrift, die auch generell sagen, muss ich sagen, sehr interessant ist, weil dort sehr viele Stammtafeln auch tatsächlich drin sind und richtige Ahnenlisten. Gut, das wäre im Prinzip im Normalfall die Darstellung, wie wir sie hier im GenWiki haben. Das heißt, wir haben halt die bibliografischen Angaben, wo, wann, was, sage ich mal, mit den einzelnen Sprüngen hier unten in die DigiBib. Das habe ich jetzt mal eingefügt. Das wäre dann der Link in die neue DigiBib. Ich möchte aber jetzt erstmal die alte Darstellung zeigen. Das würde dann, müssen wir einfach hier drauf gehen. Dann kommt man jetzt im Endeffekt in die Darstellung, die zurzeit vorhanden ist. Das sieht man, dass das alles ja nicht gerade sehr benutzerkompatibel ist, beziehungsweise benutzerfreundlich ist. Das heißt, ich kann hier das Buch, ich kann es groß und klein machen mit der Lupe. Ich kann hier ein Blättern. Das geht natürlich auch. Problem ist, man hat im Endeffekt kein Inhaltsverzeichnis, um irgendwas zu sehen. Ich wollte jetzt auch mal eine bestimmte Seite ansehen, weil man die später dann sehr gut das zeigen kann, was die neue Version bringt. Also hier hat man zum Beispiel eine Stammtafel. Man kann jetzt halt nur nichts großartig machen. Sie ist jetzt hier so senkrecht dargestellt. Das heißt, man müsste jetzt quasi entweder den Monitor irgendwie drehen oder den Kopf halt nach rechts liegen. Das ist halt das, was der Vorteil ist von der neuen DigiBib oder der neuen Anzeige. Was ich im Prinzip, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel wird, aber noch zeigen wollte war oder sagen wollte auch, es wird öfters mal der Begriff DJVU vorkommen oder Déjà-vu. Das ist dieses Dateiformat, was zurzeit die DigiBib nutzt. Das hatte zumindest, hat prinzipiell den Vorteil gehabt, dass es sehr platzsparend ist. Das heißt, ich brauche weniger Speicherplatz, weil das ja gerade früher, wo der Speicherplatz begrenzt war von Festplatten, durchaus eine Rolle gespielt hat. Und das Problem ist an der Sache, früher gab es entsprechende Programme dazu, die ich direkt in den Browser einbinden konnte, hatte dann eine viel bessere Anzeige, die auch dann vernünftig mit Blättern zur Verfügung hat. Diese Unterstützung wurde halt immer weniger oder man musste sich alte Versionen vom Browser installieren, um überhaupt diese sogenannten Plugins zu installieren, damit ich das hier überhaupt vernünftig sehen kann. Es gibt durchaus noch Wege, das zu machen, um das einigermaßen hinzubekommen. Da möchte ich gerade wieder umspringen, weil da haben wir im Prinzip auch eine eigene Seite dafür gemacht, die hier im oberen Bereich der DigiBib dargestellt ist im Portal. Und zwar gibt es hier die Kurzinformation zum Déjà-vu-Format. Hier wird einmal das genau erklärt, was hier so an Programmen halt zur Verfügung steht.
um diese Déjà-vus überhaupt mal aufrufen zu können, weil man also zum Beispiel irgendwo eins aus der irgendwo herbekommen hat, irgendwo downgeloadet hat. Beziehungsweise es wird hier auch noch dargestellt, hier im Anwenderbeispiel, wie ich jetzt aus der alten DigiBib im Prinzip dieses Déjà-vu praktisch mir in ein Programm laden kann, damit ich es praktisch etwas besser bearbeiten kann. Ich will es nochmal kurz zeigen, einfach. Im Prinzip wäre es so, man ist wieder auf der Seite mit dem Bild und hat hier unten den Link. Diesen Link müsste man dann die Linkadresse kopieren. Und dann ist es so, es gibt ein Programm namens DJVU-View, nennt sich das. Bei dem habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich hier eine Adresse öffne, diese Adresse reinzukopieren. Und dann bekomme ich auf jeden Fall mal hier die Anzeige und kann mir jetzt noch eine Seitenleiste anzeigen lassen. Dann bekomme ich hier wenigstens auf der linken Seite mal eine Vorschau. Sollte das Buch also, oder die Datei im Endeffekt ein Inhaltsverzeichnis haben, dann könnte ich auch ein Inhaltsverzeichnis kommen. Das könnte man hier umschalten, aber hier ist jetzt aktuell keins hinterlegt. Das wollte ich im Prinzip noch mal als Beispiel sagen, weil es mit Sicherheit sehr lange dauern wird, bis wir alle Bücher in die neue Version, in die neue Darstellung gebracht haben. So, dann wäre ich im Prinzip schon so weit an der Stelle, wo ich von meiner Seite aus sagen könnte, dass wir Richtung Gobi gehen. Da würde ich jetzt erstmal grundsätzlich die Anzeige bringen. Und zwar sind jetzt hier oben ist zum Beispiel der Link zu dem neuen Gobi Viewer drin. Das wäre jetzt praktisch die, ich nenne es mal die Eingangsseite von Gobi. Gobi ist eine Software, die vor etlichen Jahren mal an einer Bibliothek, an einer Unibibliothek entwickelt wurde. Und ja, dann gab es hat sich eine Firma daraus noch entwickelt, die Firma Intranda, die mittlerweile diese Software weiterentwickelt und vor allen Dingen auch den Support macht. Also wir haben damit den Kollegen einen Supportvertrag angelegt, weil die Software an sich auch so mächtig ist, dass man durchaus mal Fragen hat oder wenn Probleme auftauchen, die man selbst nicht lösen kann. Und dann kann man dort einfach Supportanfragen machen. Kostet natürlich ein bisschen was für uns. Aber ich denke, das lohnt sich. Gut, hier hat man im Prinzip dann einfach die ganz normalen Seite, nenne ich mal. Hier hat man schon die ersten Anzeigen, zum Beispiel, was in den letzten Tagen alles neu dazugekommen ist. Man kann sich hier einen sogenannten RSS-Feed abonnieren. Das heißt, man bekommt immer mit, wenn ein neues Buch eingestellt wird. Die Suche, muss man jetzt gleich vielleicht am Anfang schon sagen, ist so, dass wir keine Volltextsuche haben. Das heißt, die Bücher sind nicht mit OCR bearbeitet. Was momentan einfach auch daran liegt, dass es durchaus eine Kostenfrage ist, weil wir müssten dann für jede Buchseite einen entsprechenden Betrag abdrücken, nenne ich es mal. Und das ist halt bei der Menge, die wir durchaus hier haben, ja schon einen gewissen Kostenfaktor. Zum anderen ist natürlich auch so ein bisschen die Sache, wir haben halt durchaus viele Adressbücher drin. Und dann stellt sich halt natürlich die Frage, da wir die Adressbücher ja im DES erfassen, stellt sich halt die Frage, macht es Sinn, hier auch nochmal eine OCR zu machen? Weil wir kriegen momentan zumindest die Daten, die es OCR liefern würden, nicht so einfach in die DES-Datenbank rein. Vielleicht wird es mal eine Möglichkeit geben, das muss man schauen. Aber momentan macht es halt dann keinen Sinn, da ein OCR drüber laufen zu lassen, weil in der DES-Datenbank die Sachen natürlich viel einfacher abrufbar sind. Das heißt, die Suche bezieht sich momentan rein auf die sogenannten Metadaten. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, wo ich jetzt gerade gemacht habe, mit der Sippenzeitschrift Morgenstern, dann zeigt er mir im Endeffekt hier alle Bücher an, mit denen er jetzt den Begriff Morgenstern findet. Das sind in dem Fall halt natürlich alle, die hier schon in die
Gobi eingetragen sind. Man hätte jetzt hier die Möglichkeit, sich das nochmal strukturierter oder anders darzustellen, beziehungsweise man hat hier oben einfach auch einen Zeitraum, wo man sagen kann, ich will jetzt nur die von 1938 bis 39, das ist dann ungefähr, will ich jetzt angezeigt bekommen. Das heißt, hier kann ich die Suche im Endeffekt einschränken. Das nächste, was es im Prinzip gibt, wenn man jetzt im Prinzip eigentlich irgendwie stöbern will, sage ich mal, also jetzt nicht genau weiß, was man sucht, es gibt die sogenannten Sammlungen. Die Sammlungen, das im Endeffekt könnte man das vergleichen wie im GenWG mit den unterschiedlichen Kategorien. Und im Endeffekt wurden sie jetzt auch mal aktuell so aufgebaut. Das heißt, jetzt momentan sieht man halt, dass hier bei amtlichem Schriftgut praktisch ein Berg drin ist. Kann man ja kurz mal draufgehen. Das ist jetzt ein Werk, die Voranschlag über die Einnahmen der Stadt Worms. Das ist jetzt aus dem Grund leer, weil es hier auf der rechten Seite sieht man, dass es im Prinzip zwei Bücher sind. Das heißt, man muss jetzt hier erst zum Beispiel eine Auswahl treffen und sagen, okay, ich möchte jetzt das von 1918. Und dann habe ich jetzt hier die erste Mal die Anzeige. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal kurz auf die Sammlung dann zurückgehen. Um das einfach nochmal aufzumachen, also hier, das sind die zum Beispiel Stammtafeln, da wären jetzt zum Beispiel auch die Morgenstern-Familie drin. Da haben wir aktuell jetzt zum Beispiel die Sachen eingestellt. Das hier gab es mal ein Buch, die Goethe-Verwandtschaft, beziehungsweise hier Stammbäume der Berliner Kolonie. Hier haben wir den Morgenstern und hier sieht man zum Beispiel auch, dass dieser Morgenstern im Prinzip eine Zeitschrift dargestellt ist und dass diese aus insgesamt 9 Bände besteht. Das heißt, wenn ich hier so einen Block habe, heißt das nicht, dass das nur ein Buch sich dahinter verbirgt, sondern dass da auch mehrere dahinter sind. Ähnlich habe ich es jetzt hier auf der Seite hier auch. Gut, jetzt hier unten kommen dann, sage ich mal, Adressbücher. Bei Sonstiges haben wir jetzt verschiedene Sachen. Einmal haben wir jetzt in letzter Zeit wurden etliche sogenannte Schulkalender gescannt. Und da sieht man auch wieder, dass das doch schon eine recht hohe Menge ist da mit 39. Und kann ich im Prinzip auch durchaus jemandem empfehlen, wer da einen Lehrer in seiner Familie hat, da mal reinzugucken. Also dort sind auch recht viel genealogische Sachen drin mit Sterbedatum, ohne wer wann wo an welcher Schule auch gearbeitet hat. So, um da nochmal kurz drauf zu gehen, bei Militaria haben wir noch Verlustlisten zum Beispiel drin aktuell, die jetzt meines Wissens nach noch gar nicht so großartig auch öffentlich vorhanden sind, oder beziehungsweise man muss sie irgendwo suchen im Großen und Ganzen. So, das TechCloud ist, glaube ich, das gibt es mittlerweile bei vielen Sachen. Das heißt, bei einfach viele Worte, die hier einfach zusammengefasst sind, kann man sich die jetzt auswählen. Dann sollten jetzt hier einfach, das ist die genau alles, wo jetzt Heeresangehörigen sind, werden jetzt alle aufgelistet. Gut, Kontakt sollte sich ergeben. Also wir haben auch hier die Möglichkeit, dass jemand, wenn er irgendwie einen Fehler findet oder sonst irgendwie Informationen braucht oder Inspiration geben kann, kann er sich hier im Endeffekt bei uns melden. Das läuft auf eine allgemeine E-Mail-Adresse, wo mehrere Personen drauf schauen. Da kann man es auch machen. So, jetzt würde ich mal gerne im Endeffekt auf die Sippenzeitschrift wieder umschalten. Hier, also die Links würden im Prinzip genauso aussehen. Also man würde sich hier nicht großartig was ändern. Und wenn ich jetzt hier draufklicke und dann komme ich im Endeffekt sofort auf die Zeitschrift der Morgenstern. In dem Fall ist es jetzt der erste Jahrgang von 1938. Man sieht jetzt hier die Darstellung. Also das ist zum Beispiel auch was bei uns gescannt wurde, wo ich denke, dass die Qualität auf jeden Fall mit einer ganz normalen Bibliotheken mithalten kann. Was man jetzt halt zum Beispiel auch sieht gegenüber der vorhergehenden Darstellung, ich habe halt hier viel mehr Möglichkeiten, irgendetwas zu machen. Das, ich nenne es mal das ganz normale Springen hier um eine Seite
oder halt um 5 Seiten. Das hat zum Beispiel ja auch gefehlt. Bei der anderen hier neben könnte man innerhalb der Seiten nochmal springen, wenn man irgendwo zu was Besonderem hin will. Ich würde jetzt nämlich nochmal genau die Seite nehmen von eben, die es natürlich jetzt dann nicht ist. Unfair. Jetzt muss ich suchen gehen, einen kleinen Moment. So, Entschuldigung. Das ist jetzt im Prinzip zum Beispiel die Seite, die wir vorhin gesehen haben, die jetzt einfach so darstellt. Und jetzt habe ich halt einfach mal wirklich auch Möglichkeiten, zum Beispiel das Bild einfach mal nach links zu drehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall dann schon mal ein bisschen angenehmer zu schauen. Ich kann hier die Sachen auch mal logischerweise dann nach rechts rumdrehen. Da könnte ich das jetzt wieder einfach auf die Originalsicht machen. Die weitere Möglichkeit, die ich jetzt hier habe, wenn ich jetzt hier mal auf die rechts auf die Werkzeuge gehe, wie es ja hier steht, habe ich hier Bildmanipulation, ist jetzt vielleicht an dem Beispiel jetzt nicht ganz so gut, aber wenn man jetzt irgendwie einen schlechten Scan hat, der irgendwo ist, kann ich den ja auch durchaus mal invertieren, dann wird das vielleicht einfach auch besser lesbar, genauso wenn ich jetzt hier die Schieberegler verstelle, dann kann mir das auch nochmal helfen, um die Lesbarkeit zu erhöhen. So, was ich jetzt hier noch runter versteckt, es gibt nochmal einen sogenannten Vollbildmodus. Das sind halt viele Elemente einfach ausgeblendet. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch hingehen und das hier wegmachen. Hat in dem Fall aber auch wieder die gleichen Möglichkeiten mit dem Linksdrehen zum Beispiel, dass man hier jetzt einfach wirklich das einfach sich besser ranzoomen kann und einfach eine bessere Übersicht bekommt. Das wäre der Vollbildmodus einfach. Oder hier ist wieder eine Ansicht, wo man alle Bilder einfach dargestellt sind, die jetzt momentan hier bei dieser 7-Zeitschrift komplett vorhanden sind bei dem Jahrgang. So, dann können wir im Prinzip auf die rechte Seite gehen. Gut, das ist die Bildanzeige, das ist im Endeffekt das, was wir jetzt haben. Ich kann mir hier das Inhaltsverzeichnis ausgeben lassen. Also das ist im Gegensatz zu der alten Darstellung, wurde hier jetzt halt die Inhaltsverzeichnis mit eingefügt. Das heißt, ich kann auch jetzt sagen, okay, ich will jetzt zum der Nummer 6 gehen, halt im Oktober 1938. Um nochmal kurz zurückzugehen. Was man hier schon sieht, man kann sich die Teile auch per PDF runterladen. Also sowohl die kompletten Ausgaben ist momentan alles freigegeben, als auch jetzt zum Beispiel, dass man, wenn man hier jetzt zum Beispiel nur die Nummer 1 haben möchte, bekommt man, indem man hier jetzt draufklickt, die Möglichkeit, dass sich dann die Ausgabe Nummer 1, dass man sich die downloaden kann. Nächste Seitenvorschau ist das, was ich im Prinzip eben schon in der Vollbildansicht gezeigt habe, ist das hier. Für uns durchaus noch wichtig sind die bibliografischen Angaben. Und zwar, klar, sind hier einfach das, was die das alles so ist, dass es halt der Morgenstern ist. Das ist eine feste ID, die es zum Beispiel gibt, eine, die dauerhaft auch vorhanden bleibt, wo die Zeitschrift mit Unterschrift. Und hier ist eigentlich nochmal so das Wichtigste, was wir hier nochmal drin haben. Das heißt, wir haben im Endeffekt hier gewissermaßen die Verbindung zum GenWiki. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf klicke, komme ich wieder auf diese Seite, wo jetzt nur die 7-Zeitschrift von 1938 nochmal dargestellt wird im GenWiki. Beziehungsweise wenn ich jetzt hier drauf klicke und dann bekomme ich an sich alle 7 Zeitschriften angezeigt. Also im Endeffekt bekomme ich hier oben die Kategorie angezeigt, die vorhanden ist. Darüber könnte ich dann auch nochmal schauen, okay, gibt es noch Bücher? Ist vielleicht vor allen Dingen bei den Adressbüchern interessant, da wir vielleicht von einer Reihe nur 3 Stück haben, aber in Wirklichkeit schon 20 irgendwo online sind und dann würde hier praktisch dann das Adressbuch, die Kategorie zur Adressbuch drinstehen, dann kann ich mir auch schauen, ob noch mehrere
im Endeffekt online zur Verfügung stehen. Also die bibliografischen Angaben haben wir. Jetzt haben wir im Prinzip hier nochmal Zitierung nachnutzen. Das ist unter Umständen eher was für Bibliotheken oder so, was in der Richtung, weil das jetzt eher Sachen drin sind, mit denen wir weniger was zu tun haben. Diese Metz, das sind halt diese sogenannten Metadaten. Die Metadaten sind einfach das, was man zum Beispiel hier auf der linken Seite sieht. Das sind sogenannte Metadaten oder das Inhaltsverzeichnis, ein Metadatum. Was hier nochmal ist, wäre hier die Möglichkeit, das Ganze als PDF herunterzuladen. Oder hier hätte man nochmal die Möglichkeit, wenn jemanden diese Vollansicht hier nicht gefällt, also es gibt ja auch diesen sogenannten DFG-Viewer, den man auch öfters bei anderen Bibliotheken sucht oder findet, der halt ja auch nochmal die Darstellung hat. Das kann dann jeder, wenn er meint oder sagt, er kommt hiermit besser zurecht, kann er den zum Beispiel auch nutzen. Genau, und hier unten hätten wir dann das, was im Prinzip ja auch schon vorhanden ist, was wir vorhin schon gesagt haben, im Endeffekt das Inhaltsverzeichnis. Das heißt, ich habe hier das Inhaltsverzeichnis dargestellt und kann hier dann auch, ohne dass ich jetzt über den Teil hier oben gehe, kann ich hier unten drüber gehen und kann sagen, dass ich das will. Weil ich denke eigentlich, dass ich jetzt hier schon alles erklärt habe. Vielleicht eins, das sieht jetzt hier so nach einer Startseite aus und ja, wie als würde man so wie bei dem GenWiki beim Portal reingehen, ist es im Moment also nicht. Also wir haben bis jetzt keine Bücher hier eingestellt, die nur in dieser Ansicht, also in diesen Sammlungen auf gut Deutsch drin sind. Das heißt, aktuell sind auch alle Bücher auch über ScanWiki abrufbar. Also das war der Link, was ich gezeigt hatte. Im Endeffekt war das hier. Das ist der untere Link. Also man muss nicht über diese Seite gehen und jetzt irgendwas suchen. Also es ist, denke ich, im Moment immer noch von Vorteil, wenn man ScanWiki nutzt, wenn man irgendwelche Sachen sucht. Kurz nachdenke. Nee, eigentlich müsste ich sagen, dass ich jetzt meiner Meinung nach hier alles soweit dargestellt habe. Ging jetzt sehr schnell. Und ich würde jetzt fast schon in die Richtung gehen, auf den dritten Punkt, wo ich mal hatte. Das ist jetzt zu sagen, einfach mal vor dem Hintergrund, dass wir halt auch sehr viele Bücher haben, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ja, auf gut Deutsch halt eine gewisse Mitarbeit dann sag ich mal, bräuchten, weil eine Person kann diese, ich nenne es mal jetzt wirklich 2000 Bücher, nicht in einer akkuraten Zeit reinbringen. Und deswegen wollte ich einfach mal einen ganz kurzen Ausschnitt zeigen, wie man zum Beispiel da mitarbeiten kann. Und ich sage auch, dass das nicht, sage ich mal, sehr kompliziert ist. Und zwar geht es jetzt im aktuellen Fall ist so, kommt man rein, das ist im Prinzip die Oberfläche, mit der praktisch die Bücher eingestellt werden, nenne ich es mal. Also man tut hier die Bücher vorbereiten, das heißt die Bilder werden eingespielt und hier kommt dann zum Beispiel zu tragen, dass ich ja auch diese ganze Inhaltsverzeichnis und die Seitennummerierung zum Beispiel machen muss. Das wäre zum Beispiel so eine Aufgabe, die man machen könnte. Hier sind zum Beispiel alle Aufgaben, die noch zu machen sind. Man sieht ja, dass die hier immer überall die sogenannten Struktur-Metadaten zu machen sind. Und da könnte sich zum Beispiel jeder, irgendjemand mitmacht, irgendwie einen auswählen. Das ist jetzt relativ einfach, indem ich hier hinten draufklicke. Damit habe ich die Aufgabe praktisch angenommen. Würde hier auf gut Deutsch Metadaten bearbeiten und das hätte dann wiederum diese Ansicht, das heißt auf der rechten Seite einfach die Bilder. Und eines der ersten Sachen, die halt einfach gemacht werden müssen, ist diese Seitennummerierung. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier in Anführungszeichen auswählen, wie ist die Seitennummerierung? Ist das jetzt überhaupt, zum Beispiel hier haben wir es hier unten rechts, sieht man, okay, das ist die Seite Nummer 1. Es gibt aber auch Bücher, dann fängt zum Beispiel die Seitennummerierung mit römischen Zahlen an und später dann nur Nummer 1 und dann vielleicht unterteilt nochmal Nummer 1.
Aber das ist im Prinzip relativ einfach. Ich weiß hier, dass die erstmal die Nummer 1 ist. Kann ich also zum Beispiel ganz einfach hier einklicken. Hier neben rechts lege ich fest, welche Art von Nummerierung, arabisch, römisch oder auch unnummeriert, gibt ja auch. Ich könnte auch einen Freitext eingeben. Wir wissen jetzt, dass es im Prinzip rechts die Nummer 1 ist. Dann habe ich die erste Seite angeklickt und mache dann einfach das hier, was er jetzt nicht gemacht hat, weil ich hier keine Nummer eingegeben habe. Und dann mache ich ab der ersten Markierung, mache ich einfach Nummerung, nummeriert einfach grundsätzlich erstmal alles durch, dann nach unten. Und dann kann man zum Beispiel einfach irgendwo hingehen und gucken, ich war jetzt auf der Seite 50, wo ich hin wollte und habe jetzt auf das Bild angeklickt, dann wird das Bild dargestellt und dann sehe ich, dass ich immer noch auf der Seite 50 bin. Und dann weiß ich, dass die Seitennummerierung funktioniert. Ganz einfach. Und jetzt hier unten weiß ich es dann auch. Dann bin ich bei 92. Ich gebe natürlich zu, ich weiß jetzt, wie das Buch ungefähr aufgebaut ist. Das heißt, hier kommen jetzt zum Beispiel Seiten, die keine Nummerierung haben. Das heißt, die würde ich dann, in dem Fall weiß ich, dass die alle da hinten keine Nummerierung mehr haben. Dann würde ich jetzt einfach sagen, okay, alle Seiten als unnummeriert. Mache hier in dem Fall auch wieder ab erste Seite nummerieren und dann sagt er mir einfach, die Seiten haben keine Seitenzahl. Das wäre jetzt wirklich halt, weil es halt ein relativ einfaches Buch, wie gesagt, es gibt halt auch die, ein bisschen aufwendiger sind. Die zweite Sache wäre dann im Endeffekt, dass die Strukturdaten, das ist jetzt aber auch nicht wirklich die Welt. Wir gehen jetzt hier nochmal, hier oben kann man springen, da gehen wir im Endeffekt auf die erste Seite. Dann habe ich ja hier im Endeffekt die Nummer 1, 1940, dritter Jahrgang. Und in dem Fall muss ich jetzt einfach auswählen, was ist das ein Typ. Also es gibt halt zum Beispiel Titelseiten, was das in dem Fall ja nicht ist, aber das wäre die Möglichkeit, wo man auswählen kann. Zum Beispiel nur als Beispiel mal dargestellt, das sieht dann so aus. In dem Fall ist es im Endeffekt nichts anderes als ein Kapitel. Das heißt, hier oben gibt es ein Kapitel. Ich markiere diese Seite, dann fängt dieses Kapitel ab der Seite 1 an. Hier würde ich dann Nummer 1 eintragen. Und in dem Fall gibt es halt keine Monatszahl, also würde ich das einfach so drin lassen, dann weiß ich, okay, hier beginnt die Nummer 1. Und jetzt muss ich im Endeffekt nachschauen, wie weit geht die Nummer 1. Da kann ich jetzt einfach hier diese Vorschaubilder nehmen, da bekomme ich auch das Nummer und sehe im Endeffekt, dass hier dann die Nummer 2 anfängt. Dann weiß ich, hier ist die Nummer 2, würde hier dann wieder anklicken als letzte Seite und dann mache ich Strukturelement hinzufügen. Und dann sieht man schon auf der linken Seite, dass hier das so dargestellt wird, dass es das Kapitel einfach ist. Man kann sich das auch jetzt anzeigen lassen, indem man hier tatsächlich anzeigt, was man eingegeben hat. Und das muss man jetzt im Endeffekt für jede Seite, muss man das einfach nachgucken, wie weit geht's und machen. So, ich kann das jetzt, aber ich weiß nicht, ob das dann zu lange dauert, mal quasi speichern und zurückmachen. Da muss ich jetzt zugeben, es wird jetzt zu lange dauern, aber ich habe im Prinzip, habe ich jetzt angestoßen, dass er dieses Buch Richtung, also praktisch exportiert. Das wird jetzt aber zu lange dauern wahrscheinlich, das wird jetzt ein paar Minuten dauern, dann müsste er es hier auf der Seite, müsste er es dann anzeigen. Ja, um ehrlich zu sein, wäre ich jetzt schon fertig. Also das ist das, was ich jetzt so vorstellen wollte an der Stelle, mit dem Aufbau der DigiBib, ja. Wie gesagt, na ja, dann sagen wir einfach mal bis hierhin danke, Gerd. Ja, kein Thema. Herzlichen Dank. Und wenn der Horst jetzt weitermachen möchte, Gerd, dann müsstest du deinen Bildschirm
Im Prinzip haben wir eigentlich nicht mehr vor zu zeigen. Wir haben jetzt gesehen, den neuen DigiBip-Server, der Gerhard hat vorgestellt, das sind im Prinzip zwei Grundelemente. Wir haben einmal den Viewer, den wir am Anfang gesehen haben, und dann jetzt zum Schluss, das nennt man den Workflow-Server. Das sind zwei unabhängige Server und der hat im Workflow jetzt ein Buch weiter bearbeitet. Und das wird jetzt, deswegen hat er gesagt, das dauert einen Moment, das wird also exportiert in den anderen Server und dort zum Ansehen bereitgestellt. Und wir haben halt vor, so ein kleines Team aufzubauen, weil ihr habt gesehen, wir haben da etliche hundert, über 1000, allein 1200 Adressbücher. Wir haben ganz viele digitale Objekte, die wir natürlich so nach und nach auch alle hier in dem neuen Server unterbringen wollen. Es wäre schön, wenn sich ein paar Leute bereit erklären, da mitzuarbeiten. Deswegen hat der Gerhard auch die Schritte erstmal gezeigt. Es gibt noch andere Schritte, aber im Anfang sollte das ausreichen, dass man einfach diese Schritte der Metadatenanlage, also Inhaltsverzeichnisse, Seitennummerierung oder so, anlegt. Ein anderer würde im Vorfeld die Bücher aus einem Serverspeicher holen und würde die dort in den Workflow bereitstellen. Einige stehen schon bereit, das ist also auch eine Tätigkeit. Und so gibt es unterschiedliche Schritte, wo man sich dann in dem Team spezialisieren kann. Ich würde das machen, ich würde das machen. Jeder kann sich da was aussuchen. Da wäre es halt schön, wenn sich so ein paar Leute jetzt melden würden und uns da mithelfen, damit wir möglichst zügig auch sehr viele Objekte in dem neuen DigiBip-Server zur Verfügung stellen können. Und um das zu unterstützen, das müssen Sie jetzt nicht alleine machen. Das war ja jetzt mal ein Flug durch die Geschichte. Was hat der Verein bisher gemacht? Was ist mit dem Gobi nun passiert? Und in den Grundzügen hat der Gerhard ja erklärt, um was das geht. Wenn wir eine solche Arbeitsgruppe, und bei Bernhard ist jedes zweite Wort Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe. Wenn wir eine solche Arbeitsgruppe bilden können, dann wird das natürlich unterstützt mit solchen Videochat-Sitzungen, wo man dann seine Fragen stellen kann, wo Ein ja einfach Hinweis. ja. Ja, wir haben eine DigiBip-Liste. Also wer da jetzt sich bereit erklären würde, der kann sich dann anmelden in der DigiBip-Liste. DigiBip-L. Und wie Nur da gesagt, einfach eine kurze Mail, da wird man abgeholt und alles Weitere läuft dann über diese Mailingliste. wir würden auch einen Videochat dann einrichten für so eine Arbeitsgruppe. Genau. Haben wir mit anderen Arbeitsgruppen genauso gemacht. Also es Also laufen dann Zoom-Sitzungen auch in dieser Arbeitsgruppe, wo man dann auch nochmal zeigen kann, wo der Bildschirm nochmal aufgemacht wird und man sich gegenseitig unterstützen kann. ja, genau. Ich meine, im Prinzip, das war jetzt wirklich der Flug dadurch. Also es ist schon geplant, dass wir im Prinzip mal eine etwas ausführlichere Sitzung machen für alle die, die ja halt mitarbeiten wollen. Was ich ja. hier schon sagen will, also er hat es im Endeffekt, sieht man das schon als Neuzugang, ist schon angekommen jetzt mittlerweile. Natürlich sieht man jetzt logischerweise halt hier im Inhaltsverzeichnis nur diese zwei Nummern, weil mehr sind ja eben nicht eingegeben worden. Aber man sieht halt zum Beispiel einfach, dass das dann nach der So würde Beendigung das dann auch ablaufen, ja. relativ zügig ist das dann hier drin. Genau. Und hier wäre vielleicht zum Beispiel auch jemand, der vielleicht im Nachgang, so wie wir eben gemerkt haben, ja Schreibfehler korrigiert, beziehungsweise darauf aufmerksam einfach, ich nenne es mal so eine Art Qualitätskontrolle. Also wer jetzt zum Beispiel diesen einen Schritt nicht machen will, da mitarbeiten im Sinne von dieser Inhaltsverzeichnisse angeben. Der kann ja auch einfach hier bei den Inhaltsverzeichnissen mal gucken, ob das überhaupt zusammenpasst, ob die Zahlennummerierung ist. Aber ich denke, das sind wir frei. Aber natürlich haben wir heute Abend auch eine Fragerunde. Wer also Fragen hat dazu, das immer los. Ja, ich habe eine Frage, und zwar wird, das ist ja alles offensichtlich auch konform zu der digitalen Bibliothek, die deutsche digitale Bibliothek darstellt. Wird Ja. das da mal eingebunden? Kann das eingebunden werden? Ja, kann es. Das kann in Zukunft eingebunden werden, ja.
Deswegen ja, die Sorgfalt bei der Eingabe der Daten und sich an dieses Format halten. Mhm. Ob wir es machen, das ist eine andere Frage, aber kann auf jeden Fall. Wenn nicht ganz hin, muss ich zugeben, weil ich da nach dem, was ich sehe, auch wir im Prinzip eine Art Katalog haben müssten. Also so wie der Opa-Katalog, wo es gibt bei Bibliotheken. Mhm. Muss ich zugeben, ich glaube, wir bräuchten an sich sowas, damit es dort auch reinkommt. Also es gibt da mit der Software die Möglichkeit, dass wir uns dort anbinden. Vielleicht dazu, Gerhard, wo wir jetzt schon sind bei diesen Plugins oder Modulen, die es da gibt, vielleicht zeigst du einfach mal kurz die Kommentarfunktion und die Möglichkeit, dass wir mit anderen zusammenarbeiten. Das eine ist tatsächlich, das habe ich jetzt etwas nur erschlagen, weil es auch vielleicht am unteren Rande ist. Man kann sich hier einloggen. Für diejenigen, die halt noch kein Konto haben, können sich hier zum Beispiel ein Konto anlegen. Ich müsste ja schon eins haben. Okay, jetzt bin ich eingeloggt, kann hier also meinetwegen einfach was Sinnfreies schreiben, einen Kommentar hinzufügen und dann würde der dementsprechend auch hier erscheinen. Das heißt, wenn irgendwie einer merkt, dass hier irgendwo was in diesem Buch irgendwie falsch geschrieben ist, kann er da nochmal was anmerken und sowas. Dann waren ja zwei Leute, die da irgendwie Druckfehler, Schreibfehler gefunden haben. Das könnte man über die Kommentarfunktion dann einfach melden. Das könnte man zum Beispiel über die Kommentarfunktion einfügen und es ist in dem Fall auch so, dass die Kommentarfunktion wird weitergeleitet, auch wieder an eine E-Mail-Adresse. Das heißt, wir bekommen im Endeffekt mit, wenn jemand was eingetragen ist und können es dann zweifelsfrei zum Beispiel auch korrigieren. Dann gibt es noch eine weitere Funktion, die gerade für uns auch interessant ist. Das ist dieses Crowdsourcing-Möglichkeit, dass man also links den Scan hat und könnte rechts eine Indexierung machen oder Anmerkungen oder Übersetzungen und so weiter. Das werden wir in Zukunft auch in Anspruch nehmen, weil wir haben zum Beispiel 23 oder 24 Bände des Marburger Sippenbuchs. Das ist sehr viel handschriftlich und wir haben jetzt Bände, wo Anmerkungen gemacht sind. Und man kann dann rechts zum Beispiel Hinweise machen, wo findet man das in einer anderen Ausgabe. Welche Familien findet man da? Man kann Links einbauen zu weiteren Informationen und so weiter. Also das ist auch ein sehr interessantes Modul, was wir dann entsprechend zu den Büchern halt dazu mit einbinden müssen. Aber die Möglichkeit haben wir schon. Horst, darf ich fragen? Du weißt ja, dass meine Lieblingsfrage genau, ist. Genau. Das war ja noch eine Sache des Preises oder des Kaufens. Ja. Ich war an dem User-Konferenz da mit dabei von Intranda. Es gibt zwei Versionen. Es gibt so eine Art Free-Version, die würde für uns schon ausreichen. Mhm. Und es gibt eine Pro-Version, die natürlich dann Geld kostet. Aber wir kämen mit der Free-Version schon hin. Ah ja. Das heißt also, sobald deine Marburger Sippenbuchbände da eingebunden sind, können wir da diese Free-Version mit dazu andocken. Und dann kannst du da im Prinzip loslegen. Mhm. Wir haben dann noch mal eine Frage jetzt da zu der Kommentarfunktion. Seid ihr sicher, dass die auch schon funktioniert? Ich hatte mich da neulich auch mal angemeldet und das funktionierte trotzdem nicht. Und dann habe ich noch mal hingeschrieben, Passwort vergessen oder so. Und da passierte gar nichts. Oder ist die Funktion erst so vor circa einer Woche vielleicht richtig aktiviert worden? Also das Kommentarding war da. Theoretisch hätte man alles machen können. Ich konnte mir auch ein Passwort zuweisen, nur es hat nicht funktioniert. Das sollte aber funktionieren. Es kann sein, dass wir mittlerweile auf eine andere E-Mail-Adresse das umgeschaltet haben. Das lief nämlich alles auf die Privatadresse vom Gerhard. Und der Gerhard, was zu sagen, ist bei dir da was angekommen? Das mittlerweile auf die DigiBib umgeleitet. Also ja, die müsste jetzt meine, dass den Kommentar, den ich jetzt eingegeben habe, dort also geleitet sein. Ja, es kann sein, dass wir da die Serveradresse da in dem Gobi, in der Software nochmal umschalten müssen. Das kann sein, das müssen wir noch machen. Wir haben eine Frage nach der Anmeldung. Und
Ich denke, dass das über den LDAP erfolgt. Das heißt also, dass wir im GenWiki eine Kennung haben. Nein. Nein, das sind komplett getrennte Systeme. Also da gibt es aktuell keine Verbindung. Das heißt, wenn jetzt jemand im GenWiki einen Zugang hat, heißt das nicht gleichzeitig, er hat einen Zugang sowohl hier zu diesem Viewer, wie sich das hier Italia nennt, beziehungsweise er hat auch keinen Zugang zu dem Workflow, also dem, was ich kurz vorhin gezeigt habe, wo man die ganzen Metadaten eingibt. Also aber zwei wir haben, komplett getrennte Server. Hm? Aber wir haben hoffentlich die Möglichkeit, wir konzentrieren gerade alle Systeme mit Riesenaufwand. Ja. Und wir haben hoffentlich die Möglichkeit, auch hier an den LDAP anzubinden. LDAP, ja. Aber da müssen wir dann können wir es zurzeit Gruppen. Ja, dann können wir es zurzeit noch nicht, müssen es dann aber tun, weil sonst haben wir immer wieder diese auseinanderlaufenden Systeme. Was ist ein LDAP, wenn ich mal dumm fragen darf? Das ist ein zentraler Server, bei dem die Userdaten vorgehalten werden. Mhm. Und wir möchten zukünftig so eine Zwei-Wege-Authentifikation haben, sodass du deine E-Mail-Adresse dort eingibst, wenn du dich anmeldest, deine E-Mail-Adresse eingibst, dann kriegst du eine E-Mail in dein Postfach geschickt und musst über den Link bestätigen, dass du bist. Also wir wollen das Ganze viel einfacher halten und sind dabei, sämtliche Systeme, in denen alle Leute unterschiedliche Accounts und Passwörter und ich weiß nicht was haben, zusammenzufassen und müssen das dann bitte mit ins Auge fassen, dass auch hier die Anmeldung über den LDAP erfolgen kann. Im LDAP kann man dann bestimmte Gruppen erstellen, Gruppen erzeugen, ne, die dann mit bestimmten Berechtigungen, also zum Beispiel das Recht, hier in dem Viewer aktiv werden zu können. Ich mache es jetzt mal aus dem Kopf. LDAP Light Directory Access Protokoll wahrscheinlich. Ja. Protokoll, genau. Eigentlich sind es nur Protokolle. Ja. Mhm. Und bitte mein nicht vorhandenes Englisch zu entschuldigen. Gibt es weitere Fragen? Im Chat habe ich keine. Ich habe noch eine Frage zu vorhin. Und zwar wurde ja mehrfach gesagt, noch kann man alle Bücher über das GenWiki erreichen. Daraus schließe ich, dass es irgendwann nicht mehr der Fall sein soll. Migriert dann das halbe GenWiki in das neue Programm oder kann man das dann parallel machen oder wie ist das gedacht? Also irgendwann wollen wir natürlich dahin kommen, dass die DigiBib aus dem GenWiki rausziehen. Dass wir komplett aus dieser Software rauskommen, zumindest was die Speicherung der Daten, der Bücher dort angeht. Dass wir da vielleicht auch Verzeichnisse vorhalten, wo wir was finden und was wir da haben und dann verlinken. Aber allein schon die Verlinkung macht dann ja auch unheimliche Arbeit. Ja. Das heißt, wir können dann einfach verlinken und sagen, du guck mal, wir haben eine digitale Bibliothek, da ist der Link. Und da gibt es die Suchmaske und dann kannst du da suchen, genau wie wir das jetzt so auch machen. Es wird sich dann immer weiter aufbauen. Unter Sammlungen werden wir die Kategorien auch wiederfinden, die wir jetzt im GenWiki auch drin haben, in der digitalen Bibliothek. Die werden sich dort auch wiederfinden. Ja, aber wenn ich sag mal, heute was suche, dann würde ich auch, ich gehe mal ins GenWiki und suche mal was. Ja. Ich dann zukünftig aber überlegen, ja, suche ich jetzt, sage ich mal, alles Mögliche zum Namen Morgenstern oder suche ich Literatur zum Namen Morgenstern? Das müsste ich ja dann in zwei verschiedenen Ecken suchen, ne? Im GenWiki und also noch nicht, aber wenn es ist, wie es sein soll, müsste ich dann ja einmal hier im GoBi suchen und einmal im GenWiki. Noch kann ich das ja gleichzeitig machen, indem ich weil hier geht's nur um Bücher. Ja. Und im GenWiki geht es um Informationen. Wenn ich also Informationen, so einen Begriff suche, dann bin ich im GenWiki richtig aufgehoben. Mhm. Wenn ich aber nach Literatur suche, dann bin ich hier richtig aufgehoben. Ne? Wobei das natürlich für den Nutzer eigentlich bequemer ist, wenn ich nur einmal suchen muss. Ne? Ja. Ja, aber wir haben ja hier gesehen, die Handhabung, die ist schon viel, viel besser hier in dem Viewer. Und vor allen Dingen hier sind wir auch zukunftsorientiert. Wir können also später durchaus mal in die digitale, deutsche digitale Bibliothek uns mit einklinken und mit anderen Instrumenten halt arbeiten. Ja. Okay, danke.
Und wir sind vor allen Dingen weg von diesem Déjà-vu-Format. Ne? Mhm. Und es gibt hier eine ganz einfache Möglichkeit, wenn einer das Buch zu Hause haben will, dann soll er sich das runterladen, kann zu Hause suchen, durchblättern. Ja, ja. Und das ist halt, das war früher mit dem Déjà-vu auch möglich. Die Experten schaffen das heute auch noch, aber das ist nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Ist vor allen Dingen nicht mehr zeitgemäß, das System. Mhm. Okay. Wir haben ja noch die Frage, ob die Buchbeschreibungsseiten weiterhin im GenWiki zu finden sein werden. Die muss natürlich eher anlegen. Ja, das hängt ja damit zusammen, was ich eben gesagt habe mit der Frage. Genau, ne? Genau. Ja. Das muss man sich halt einfach überlegen, wie man in Zukunft damit umgeht. Also ja. Ich meine, die Frage ist halt wirklich, wie viel Sinn macht es tatsächlich, die Bücher auch im GenWiki so zumindest zu haben, wie wir es jetzt haben mit diesen einzelnen Seiten von, wie gesagt, von der Firma. Einfach bei dem Beispiel Morgenstern zu bleiben, macht es also im Prinzip Sinn, diese Kategorien zu machen oder zum Beispiel gerade bei der Familie Morgenstern habe ich es ja an für sich, wenn ich jetzt mal nach Morgenstern suche, also hier im GenWiki, ist es ja im Endeffekt zum Beispiel so, dass immer auf die Familienseite. Ich, im Endeffekt im Familiennamen habe ich das in dem Fall damals untergebracht. Und da wo sollte ich jetzt hier gesagt habe, hier gibt es die Kategorie zur Familie Morgenstern einfach. Und das ist halt die Frage, macht es wirklich Sinn, für jedes von diesen Büchern diese Seite darzustellen? Das ist halt so ein bisschen, wo man sich jetzt vielleicht einfach finden muss. Muss ich das jetzt machen? Bringt es irgendjemandem was? Oder könnte ich nicht einfach hier zum Beispiel, könnte ich ja durchaus auch sagen, ich bringe jetzt direkt Richtung der neuen Ansicht. Mhm. Ja. Das ist halt klar, da sind wir jetzt im Prinzip an einem, denke ich mal, an irgendeinem Scheideweg, wo man sich irgendwo mal dann überlegen muss, gehe ich jetzt diesen Weg oder bleibe ich einfach bei der alten Methode. Ich denke halt, in nächster Zeit wird sich dann nicht viel ändern. Also das, wie gesagt, also das ist eine Sache, die man nicht übers Knie brechen sollte und sich irgendwo nochmal zusammensetzen muss und sagen, machen wir es jetzt so, bleiben wir bei der zweigleisig, nenne ich es mal, oder gehen wir halt tatsächlich komplett drüber mit Büchern. Halt. Es ist auch möglich, dass wir die Adressbücher auch dort in Gobi unterbringen, wollen wir ja auch unterbringen. Es wäre auch möglich, von Gobi aus, von diesem DigiViewer, dann ins DES zu springen. Also wir hätten dann auch den Pfad für die DES-Projekte. Wir haben ja jetzt auch eine ganze Menge Adressbücher nachgewiesen, einfach wo wir im GenWiki diese Seiten haben, die dann verweisen auf, ja, größtenteils auf Fremddigitalisate, zum Teil aber auch auf unsere eigenen. Mhm. Ist das jetzt wirklich angedacht, das dann aufzugeben? Das ist ja eigentlich eine, so wie es jetzt ist, eine ganz nützliche, sage ich. Das ist natürlich sehr viel Arbeit. Aber es ist ja auch schon viel Arbeit reingesteckt worden. Ja, das kann man sicher so lassen und man könnte dann da eben nicht mehr auf das Déjà-vu-Digitalisat verlinken, sondern gleich in den Viewer. Ja, ja, dass man das kann, ist mir klar, aber ich höre jetzt das zum ersten Mal, dass es möglicherweise jetzt dann aufgegeben wird, diese Einzelseiten zu den Bänden da anzulegen. Wie gesagt, weil da ja nicht nur die Digibib-Sachen, Déjà-vu-Sachen nachgewiesen sind, sondern sehr viele Fremddigitalisate, gerade bei Adressbüchern. Gut, also wenn ich da was dazu sagen darf, also das würde ich ehrlich gesagt auch nicht aufgeben. Einfach, ich meine, ich habe jetzt hier das Beispiel Allenstein, das sind jetzt zwar in der nicht so viele drin, weil hier sieht man schon, dass ich zum Beispiel bei den weiteren Informationen einiges mehr dazu habe. Das war natürlich jetzt die falsche Taste. Einmal wieder ganz normal der Sprung zu dem Buch im GenWiki. Hier habe ich allerdings dann auch, klar, das ist genau das, was im Prinzip jetzt gesagt wird, die Kategorie. Und das würde ich ehrlich gesagt natürlich nicht aufgeben, weil das ist, das ist ja wirklich ein Mehrwert, wo ich denke, wo wir im Moment haben, dass wir einfach alle Bücher verzeichnen, die online verfügbar sind, also egal wo sie sind. Das sind ja Dinge, das was ich ja schon mitbekommen habe, wo Dinge irgendwo in irgendwelchen Archiven drin sind und digitalisiert sind, die kein Mensch über irgendeinen Katalog findet. Also bei den Adressbüchern sage ich mir, bin ich mir, oder würde ich es persönlich nie machen, das rauszuwerfen. Ganz einfach.
Da wird auf jeden Fall mindestens die Kategorie bleiben. Ja. Vielleicht können wir bei Büchern, das müsste ich ausprobieren, wo jetzt, sage ich mal, tatsächlich bei uns liegen, dass wir hier praktisch diesen Sprung, nenne ich es mal, von hier und dann wieder zurück und dann erst in der, also im Prinzip praktisch hier, dass ich hier habe ich ja quasi den Link dazu im GenWiki und dann wieder den Link von hier in Gobi zu haben. Ist halt die Frage, ob man das eventuell aufgeben könnte. Für meine Begriffe, also selbst von meinen Gedanken her einfach nur. Aber da sieht man auch schon wieder den Mehrwert, ne? Die ganze Auflistung der Gemeinden, die taucht natürlich dann vielleicht in Gobi auch auf, aber hier kann man sie auch im GenWiki dann suchen, beziehungsweise umgekehrt, wenn ich jetzt von Ablach oder wie das da heißt, Abstich aussuche, was verlinkt hier hin, finde ich auch dieses Adressbuch wiederum. Das verlinkt ja zum GOF, zu den Ortsseiten. Das ist ja eine enorme Verlinkung hier. Ja, vor allen Dingen, dass also diese Adressbuchverzeichnisse kommt gehen. Ich wüsste also wirklich nicht, wie viele 100 andere Seiten ich abfragen müsste, wenn ich so umfassend informiert werden wollte, gibt es für Klein-Klepkersdorf eins online oder nicht. Weil es gibt ja wirklich x Stellen, teilweise gibt es ja auch die gleichen Bücher an verschiedenen Stellen inzwischen sogar digitalisiert. Also ich würde auch dafür plädieren, dass zumindest bei Büchern zu lassen und dann eben einfach nicht auf die Digitalisate, da eben auf die Digitalisate im Gobi zu verlinken und den Rest dastehen zu lassen. Ich denke, genauso ist es auch gedacht, dass das GenWiki ist ein Informationswerkzeug und die Informationen, wo ich welche Bücher finde, in welchen Bibliotheken, in welchen Archiven was liegt oder ob es auch tatsächlich bei uns liegt, das wird im GenWiki bleiben. Nur der Standort des Buches wird nicht mehr so sein, wie er bis jetzt ist, sondern er wird dann in einem neuen Server liegen, mit allen Möglichkeiten. Und um zum GenWiki dann nochmal was zu sagen, genau wie bei der DigiBib, das GenWiki wird nicht durch 50 Millionen Chinesen gepflegt, sondern das sind wir, also die User. Und selbst wenn jetzt einer eine Löschorgie wollte veranstalten, er müsste erstmal Kraft drinstecken und das dauert nicht lange, beziehungsweise kann er das in dem Sinne ein normaler User ja nicht. Und wir haben nicht vor, die Informationen kleiner zu machen. Was immer mehr zunimmt, das Ganze wird immer komplexer. Und am Ende muss einer so eine Seite denn da auch nachpflegen. Also das ist das, was dann zusätzlich wieder dazukommt. Die Seite pflegt sich nicht von alleine nach. Also vor allen Dingen, wir haben hier ja auch die Möglichkeit, eben mal so einen kleinen, und wenn jemand so ein PDF von so einem Zeitschriftenartikel uns zuschickt, den kann man auf die Schnelle dann in den Viewer einbinden und einbauen. Da braucht man nicht mehr die Umwege gehen über GenWiki, über Commons und da gucken, gibt es eine Beschränkung und so weiter. Das können wir einfacher hier handeln und einstellen. Also dass also selbst kleinste Zeitungsausschnitte und so solche Sachen, die können hier eingestellt werden. Wir könnten sogar Totenzettel hier einstellen, eine Sammlung Totenzettel machen. Also das System ist beliebig erweiterbar. Wir könnten auch Manuskripte demnach einfügen, die uns möglicherweise zur Verfügung gestellt werden von einem Autor, der sagt, ihr könnt das. Ja. Genau, ja. Im Endeffekt kann man hier alles einstellen. Also ich habe schon mit Gobi Sachen gesehen, wo sie irgendwelche Orten oder sowas gemacht haben. Im Prinzip ist es ja hier im Endeffekt nur eine Bilddarstellung, die halt mit entsprechenden Metadaten einfach dann, das ist, dass hier irgendwo versorgt wird. Also mehr ist das ja, jetzt mal überspitzt dargestellt, ist das Ganze ja nicht. Wenn ich ein Bild von irgendeinem Objekt habe, dass das jetzt ein Baum ist irgendwo in der Landschaft oder so Sachen, oder es werden ja auch Postkarten oder sowas mit verwaltet. Also das ist da absolut frei an der Stelle. Ja, es gibt Archive, die haben gerade, weil du Postkarten sagst, die haben Postkartensammlungen, die haben Fotosammlungen, die einstellen, wo die dann nicht wissen, wo ist das, wer ist da drauf und so weiter. Und das geht dann sehr schön über die Kommentarfunktion, dass man dann praktisch die User mit da einbindet und da fragt, habt ihr eine Ahnung, wo ist das? Und so eine Art Crowdsourcing dann auch anstößt.
Das ist ja auch möglich. Das wird auch bei etlichen Bibliotheken gemacht. So. Also ein Ja, sehr ich denke. vielfältiges Werkzeug, wo wir uns sicher so langsam einarbeiten müssen und gucken, welche Möglichkeiten haben wir. Und wie gesagt, die Möglichkeiten, das alles auszuschöpfen, sind natürlich auch begrenzt oder sind dadurch umso größer, je mehr Leute da mithelfen. Das ist genau wie bei unserem DES auch. Je mehr mithelfen, desto mehr kann man auf die Beine stellen. Ich hätte noch eine Dann. Frage zur Auflistung der Neuzugänge auf der Startseite von DigiBib. Da sieht man ja zum Beispiel jetzt der Morgenstern, kommt da jetzt zweimal vor. Das sind aber zwei unterschiedliche Ausgaben. Kann man die vielleicht irgendwie kenntlich machen? Das, was hier oben, hier unten, das steht. Ja, oder zum Beispiel genealogisches Taschenbuch kommt auch zweimal vor, aber das sind ja zwei verschiedene Ausgaben auch, ne? Also man sieht hier jetzt nicht direkt, was da jetzt das Neue Welcher ist. Band oder so das ist, Ja, ja. das kann. nee, das sieht man jetzt nicht. Das ist aber, oder was heißt aber, das ist jetzt auch eine automatisch generierte Seite. Also da kann man jetzt nicht viel machen. Ich meine, hier sieht man jetzt speziell, dass auch noch drei Punkte da sind. Ja, da, an der Stelle fürchte ich, können wir nicht viel machen. Ich meine, ich habe halt. Kann ich auch zeigen. Ich meine, wenn man sich halt den RSS-View bestellt, also das ist ja dieses Zeichen hier rechts, dann bekommt man im Prinzip von jedem neu Eingestellte, kommt man im Prinzip eine Nachricht und dann bekomme ich hier auf jeden Fall schon mal die Informationen. Dann kriege ich hier quasi schon mal eine Ansicht und dann sehe ich, dass das in dem Fall von 1885 ist, beziehungsweise das ist hier das von 1883. Ja, Also okay, hier das können wir, habe ich eigentlich auch fürchte ich, hier neben meinem dieser ersten da werden die so da kleiner werden die dargestellt. fünf Letz, da werden die fünf letzten dargestellt, die Genau. eingepflegt wurden. Ja. Und du kannst ja rechts sehen, dass du das über ein Feed abonnieren kannst, also dich jederzeit informieren kannst, was ist neu reingekommen. Dass die jetzt recht ähnliche Texte haben, heißt ja Gut, das nicht, dass sie. ergibt sich halt aus den Metadaten einfach, weil das Ja, halt der ja. übergeordnete Begriff ist halt einfach der Morgenstern, das ist die Zeitschrift und dann kommt das andere dann auch nochmal drin vor, einfach. Das ist halt so. Das, wie gesagt, da würde ich, sage ich einfach, da kann man jetzt nicht viel ändern, Da leider. oben, wenn du Oben mal, in der wenn du, Überschrift sieht man aber dann, ne, 3.1940, das heißt, das ja, ist das Heft 3 vom Jahrgang 1940. wenn du mal eben mal kurz runterscrollst und zwar das, was als Footer eingebunden ist, ganz nach unten, wo es wieder blau wird. Noch ein bisschen, dann siehst du, dass bei den neuesten Blogbeiträgen auch die letzten eingetragen sind. Ist jetzt zwar ein bisschen durcheinander, weil wir ja ein Problem hatten, aber dort werden auch Das die fünf wird letzten automatisch eingesendet, generiert, automatisch ja. generiert. Da hast du in dem Sinne keinen Einfluss drauf. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann denke ich nochmal vielen Dank, Gerhard, für die ausführlichen Infos und vielleicht nochmal der Aufruf an den einen oder anderen oder die eine oder andere, wer da ein bisschen mithelfen möchte, gerne einfach sich anmelden in der DigiBib-Liste. Und da werden wir uns dann wieder treffen und alles Weitere dann dort besprechen. Schönen Dank an Herzlichen alle. Dank. Und wir sehen uns in 4 Wochen spätestens wieder auf der gleichen Welle. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Genau. Dann wünschen wir allen einen schönen Abend.